Hey liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface. Ja, wir machen heute eine kleine Waffen-Review über die CCR Honeybatcher. In dem Fall in Gold, was die für Vorteile bietet und was sie so Besonderes an sich hat. Vor allem der Rückstoß, den wir hier gerade sehen, wenn ich die Waffe nicht gegensteuere, zieht die Waffe ein Stück nach oben und zieht dann nach links. Der Rückstoß ist, ich sag mal, einigermaßen in Ordnung. Wenn man natürlich jetzt sich sagt, ich nehme die Waffe und halte die jetzt mal auf eine Stelle gedrückt und versuche die gegenzusteuern, merkt man erstmal direkt, dass die Waffe ein wenig hochgeht und dann eigentlich so weit sich in einem kleinen Bereich befindet. Wenn man sie richtig dagegen hält, hält es sogar noch ein bisschen besser. Ja, das wäre es eigentlich und wir sehen uns gleich in der Runde. Bis gleich. Ja, die CCR Honeybatcher. Ich spiele die CCR Honeybatcher in Gold in dem Video mit der MP-Griffstütze und dem Zweifachvisier. Was ist das Besondere an der Honeybatcher? Das ist nämlich der integrierte Schalldämpfer, der den Schaden nicht reduziert. Das heißt, man hat keine Schadenseinbuße, was auch schon was, ich sag mal, auswirkt, wenn man den Schalldämpfer, wenn man den halt nicht integriert hat, hat. Ja, das ist so das Besondere. Natürlich gibt es ihn in Gold noch normal. Das ist so das Übliche. Und wir kommen jetzt mal zu den Statistiken. Ja. Die CCR Honeybatcher besitzt 75 Schaden, ein relativ hoher Schaden. Zwar nicht den überkrassesten Überschaden, aber 75 Schaden ist schon einiges, was man da hat. Dann haben wir eine 11er Reichweite, beziehungsweise bei der goldenen eine 11,5er Reichweite. Für eine MP ist das wirklich eine hohe Reichweite, wenn man so überlegt, eine Y552 hat eine 13,5er Reichweite. Ist die Reichweite von 11, beziehungsweise 11,5 sehr hoch. Aber man sagt ja, es ist eine MP, also kann man auch keine riesen Reichweite erwarten. Ja, die Waffe hat 750 RPM, beziehungsweise in Gold 760 RPM. Es ist jetzt für eine MP nicht gerade überkrass schnell, aber ausreichend schnell. Immer noch schneller als ein Maschinengewehr, beziehungsweise ein Sturmgewehr. Dann haben wir 31 Zielgenauigkeit und ohne Zielen 21 sind so zwei Statistiken, die keinem hier interessieren. Das ist so die Standardstatistik. Dann haben wir 30 Schuss im Magazin und bei der goldenen 35 Schuss. Und das wären so von den Stats erstmal alles. Was ich noch sagen muss, wenn man überlegt, dass man 5 Schuss mehr im Magazin hat, empfehle ich natürlich wieder die goldene. Das Besonderste an der goldenen ist natürlich die Reparaturkosten. Es entstehen nämlich gar keine Reparaturkosten. Und die Waffe ist natürlich wieder in normalen 2700 Warface-Dollar-Kisten erhältlich. Die normale und die goldene sind erhältlich. Wer Glück hat, kriegt die goldene. Und wer Glück hat, vielleicht die normale. Oder man kauft die sich im Auktionshaus. Ja. Das wären so eigentlich alles, was ich zu dieser Waffe sagen kann. Wie wir ja vorhin am Anfang gesehen haben, ist der Recoil nicht hoch. Und im Gameplay seht ihr auch eigentlich, wie die Waffe so, ich sag mal, halbwegs abgeht. Man kann natürlich mit der Waffe noch viel mehr machen. Ich habe nicht wirklich auf Head gezielt. Aber man kann wirklich viel mit der Waffe machen. Es sind soweit alle Aufsätze verfügbar bei der CCR Honeybatcher. Alle Griffstützen und alle Ziele sind bei der CCR Honeybatcher natürlich verfügbar. Das heißt, ihr habt keine Einbußen. Ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Guckt euch noch den Rest des Videos an, was ich da noch so gerissen habe. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.